Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring zum Level 1 Run. Ich habe gerade schon geschaut. Ich muss heute entweder Radahn oder Ranella für den vierten Talismanbeutel machen. Und Morgott, falls ich das überhaupt noch schaffe, legen, damit ich ins Eisgebiet komme und mir die Klangperle holen kann, damit ich hier die Sense hochleveln kann. Wird also extrem spannend, ob ich das hinkriege. Oh, ich kann mehr tragen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren und auch gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Und dann jetzt ganz viel Spaß mit den Highlights. Fühlst du Rage jetzt schon? Ja, ich bin nicht, ich rage nicht, ich bin einfach gebrochen. Ich werde einfach so brechen. Ich werde so hart wegbrechen. Elden Ring ist der Rage, absolut. Ich weiß auch nicht, wieso ich mir das hier antue. Also es wird jetzt, also, puh, eine Stunde brauche ich bestimmt. Also oder ich habe einmal richtig Lack, aber bis ich erstmal reinkomme, wird das jetzt erstmal dauern, ne? Also nicht, dass ihr jetzt erwartet, dass ich den First Try mache. Ich bin eigentlich sehr gut gegen Radahn, aber ich darf halt gar nicht getroffen werden. Ich glaube, ich lasse das Pferd weg. Scheiße, das Pferd. Das Pferd, das macht mich nur unvorsichtig. Au, bleib da stehen! Und wehe, du bewegst dich! Haha, ausgewichen. Probierst du eine neue Waffe aus? Ah, schön. Schön entspannend. Entspannend. Ich lebe noch! Ich dachte, ich bin tot. Jetzt bin ich tot. Fuck! Scheiße, nochmal eine Blutung wäre so wichtig gewesen. Killt ihn. Bitte killt ihn! Bitte
killt ihn, bitte killt ihn, bitte killt ihn, bitte killt ihn. Was war das? 6., 7., 8., 9. Versuch? Bam! Radar Main. So. Easy war das. Easy. Radar muss ich nicht mal leveln. Den mache ich Bärnackel. Ich brauche eine Herausforderung. Das ist doch hier, das ist doch ein Witz. X der Profischwätzer. Easy war das. Easy peasy. Moin, Skoppel. Ist da in dem Fight kacke, ich merk das schon, ne? Alter, die scheiß Fliegen, wie weit fliegen die denn? So, jetzt ist nur noch der Spacken. So, Tische. Hau ihn weg. Zack, easy. Wo wir beim Community Run aktuell sind. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht auswendig. Ja, ich glaube, wir haben keine andere Möglichkeit. Ich werde versuchen, Morgoth zu killen und dann den eisigen Skip zu machen und dann auch noch diesen PvPler da zu killen. Das wird witzig. Das wird funny. Er hat noch einen negativen Effekt. Ich bin sowieso One-Hit-Skoppel. Ich bin so oder so One-Hit. Ist scheißegal, ob der mir noch mehr Minus gibt. Ich bin so oder so immer One-Hit. Von mir aus kann da auch minus 5000 stehen. Ja, ich bin eh immer One-Hit. Ist mir also kackegal. Einen NPC kannst du rufen. Ja, aber Tiche ist doch viel besser als dieser fucking NPC. Tiche ist doch tausendmal besser. Ich versuche jetzt nochmal Malenia zu holen.
Augen auf mich verkehrt. Hä? Wieso hat sie sich denn jetzt geheilt? Ich gehe nicht nochmal drauf. Das könnt ihr sowas von vergessen. Das kriegt ihr schon hin, ihr beiden. Komm. Ich bin einfach zu gut für das Game. Ich bin einfach zu gut. Ich brauche mal ein schwereres Game. Ja! Komm, da musst du mal. Es muss doch mal. Langsam muss doch mal schwer werden. Das ist doch hier nix. Das ist doch alles nix. Oh, ich bin ein bisschen aus der Übung mit dem hier. Mit dem Skip. Den habe ich auch nur dreimal gemacht oder so. Einmal fürs Video und dann nochmal in irgendeinem Run. Mal kurz gucken, wo ich landen muss. Da unten. Geht doch. Komm, ich bin... Ach nö, bitte nicht. Ich bin doch heute weit gekommen. Der PvP-Dude wird so scheiße. Der wird so hart scheiße. Und ich weiß auch nie, wo der rauskommt. Ah, da kommt er. Ja, der Weg dahin ist aber auch unbelohnend, ne? Gibt's einen Schieß gegen den? Soll ich da vielleicht lieber die Schlangenklinge benutzen? Ich bin doch einfach der MVP von diesem Game. Es kann mir doch keiner erzählen, wie gut ich bin. Einfach gekillt.
Ich verstehe es auch nicht, wie gut ich bin. Ich kann es selber nicht verstehen. Das kann man auch nicht verstehen als normaler Sterblicher. So, gibt es hier eine Geisterlilie 7? Ich glaube nämlich nicht, ne? Hier gibt es nur 8, 9 und 10. Dafür sind wir hier. Und den Heiligbaum, ne, den kann ich mir eigentlich schenken, ich sterbe sowieso. Ah, wahre Maske könnte ich mir holen, dann könnte ich aber Blutflammenklinge, ich meine, okay, wahre Maske bringt mir auch nichts. Dann brauche ich tatsächlich nur die Geisterlilien, ne? 8, 9, 10. Ja, ich bin ja nicht blöd, Skoppel. Ach nee, Nobu. Ich bin ja nicht blöd. Natürlich schneide ich das raus. Auf YouTube bin ich der krasse Level 1 Profi. Ach Quatsch, sind noch nicht enttäuscht. Das ist doch hier feinstes Gameplay. Gameplay vom Feinsten, sag ich euch. Du meinst ein ungeschnittenes, ne? Ah, war glaube ich zu früh. Ah, ne. Warum? Weil er mir nicht androht, den Run kaputt zu machen, sondern einfach nur mobbt. Gegen Mobbing habe ich nichts, aber du sagst ja immer hier, ich mache Hände weg und ich mache, dass du stirbst und ich mache, dass du gar keinen Spaß hast. Das sind Unterschiede. Bleib da stehen! Und wehe, du bewegst dich! Genau deswegen. Genau deswegen kriegst du ein Timeout und Nobu nicht. Super Ghost Kamikaze Attacke! 10 Geister fürs Finish! Wenn das jetzt noch jemand macht, ne? Dann flippe ich hier vollkommen aus. Ich sag es euch. Geht eh nicht. Ist die Zeit noch nicht vorbei? Kamikaze habe ich Cooldown gemacht. Ah, gut. Gut von mir gemacht. Ganz ehrlich, hätte ich aber nicht viel gebracht, ne? 2 Minuten später, ich bin trotzdem hier. Weil ich einfach ein Elden Ring Gott bin. Ich befürchte es auch, aber man darf nicht vergessen, den einen Götterskalpen habe ich auch geschafft. Den einen Götterskalpen habe ich auch geschafft. Und da war ich noch viel, viel schwächer. Ist also gut möglich, dass es hier mit Tische vielleicht ein bisschen anders läuft. Das ist zumindest die Hoffnung, die ich habe. Dass es mit Tische vielleicht funktioniert wird. Scheiße, wo ist denn die andere Klangperle? Scheiße, die Klangperle kriege ich erst nach den Götterskalpen, ne? Ich kack ab. Ich krieg meine Waffe nicht hoch. Fuck. Oh Mann, Hilfe. Mami. So. Wenn ich den jetzt First Try mache, will ich von jedem ein Subgift haben. Skoppel hat das behauptet.
Und wie Skoppel das behauptet hat. Wird er lieber erst auf den dünnen gehen. Das ist schlecht. Ich kann Tisch ja auch nicht allein lassen.